Den Besuch des Papstes begleitete Kardinal Christoph Schönborn und von Brasilien aus übte der Kardinal heute scharfe Kritik an einer geplanten Abschiebung in Österreich. Und zwar wurden 8 jener Asylwerber, die im Winter Zuflucht in der Wiener Votivkirche gesucht hatten, heute früh festgenommen. Die Männer könnten morgen bereits nach Pakistan abgeschoben werden. Zuerst waren sie in der Votivkirche, dann im Votivpark vor der Kirche in einem Zeltlager, das in einer umstrittenen Aktion von der Wiener Polizei geräumt wurde. Schließlich landeten die pakistanischen Asylwerber im Wiener Servitenkloster. Dass 8 von ihnen heute früh inhaftiert wurden mit dem Ziel, sie morgen abzuschieben, sorgt heute für Proteste ihrer Unterstützer vor der Rossauer Kaserne. Die Flüchtlinge haben mir vorher im Gespräch selber wieder erzählt, dass sie in großer Sorge sind, weil sie sich in Österreich öffentlich geäußert haben, weil sie auch Pakistan kritisiert haben. Sie befürchten Verfolgung, sie befürchten den Tod, wenn sie nach Pakistan abgeschoben werden. Zwar wird die politische Lage in Pakistan offiziell als stabil eingeschätzt, es kommt aber immer wieder zu Unruhen und Anschlägen der Taliban. Auch Kardinal Schönborn, der mit dem Papst in Brasilien unterwegs ist, verurteilt das Vorgehen der Polizei. Für ÖVP-Innenministerin Mikl-Leitner ist die Aktion aufgrund der Letztentscheidung des Asylgerichtshofs gerechtfertigt.